Kurz nach Weihnachten 1978. In Ostfriesland schneit es wie schon lange nicht mehr. Was den Menschen jedoch nur 2 Monate später blüht, ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Dann, in der Nacht zum 14. Februar, beginnt es immer heftiger zu schneien. Vor allem der starke Sturm türmt die weißen Massen Meter hoch. Das Wetterphänomen wird als Schneekatastrophe in die Geschichte eingehen und Ostfriesland für eine Woche fest im Griff halten. Jetzt zeigt sich ein Zufall als großer Vorteil für den Landkreis Leer. Bernd Lüning, Chef des Baubetriebshofes, leitete auch damals bereits die Behörde. Nach dem vielen Schnee an Silvester ließ er vorsorglich 2 große Schneefräsen von der Bundeswehr kaufen, ohne auch nur eine Vorahnung zu haben. Erst am Vorabend der Schneekatastrophe kamen die Maschinen in Leer an, fest verzurrt auf einem Tieflader. Nachts fing es an zu heulen und zu wehen. Und dann habe ich meinen Meister dort angerufen und gesagt, du, sag Bescheid, wir müssen unbedingt die Fräsen abladen, die müssen in Einsatz. Die Schneefräsen des Landkreises Leer sind die einzigen ihrer Art in Ostfriesland. In den kommenden Tagen stehen die Schneeräumgeräte nicht mehr still. Keilpflüge müssen ihnen zuvor jedoch Schneisen in die Schneemassen räumen. Und mit den schweren Maschinen sind auch die Mitarbeiter der Straßenmeisterei im Dauereinsatz. Also wir mussten ja die Leute auch ein bisschen schonen, denn die brauchten ja auch Schlaf und dann müssen ja die Lenkzeiten eingehalten werden. Wir haben also Teams gebildet, so 2 Teams, 2 Schichten Betrieb. Die haben dann entsprechend des Bedarfs dann ihren Einsatz bekommen. Wir waren ja auch über Funk verbunden, zum Teil in den neuen Fräsen nicht. Da hatten wir aber ein tragbares Funkgerät. Und dann wurden die im Grunde genommen von Einsatzstelle zu Einsatzstelle geschickt. Die Fräsen wühlen sich jedoch nicht nur durch den Schnee im Landkreis Leer. In ganz Ostfriesland werden sie in den nächsten Tagen eingesetzt. Dass die Schneekatastrophe für einen Großteil der Menschen nicht zur echten Katastrophe wurde, haben sie vor allem auch Soldaten zu verdanken. Hermann Uden aus Neu-Ekels war 1979 Kraftverkehrsmeister bei der Bundeswehr in Aurich. Der heute 59-Jährige koordinierte die Einsatzfahrzeuge. Die Schneekatastrophe ist bei uns schon einen Tag vorher angefangen, bevor sie überhaupt öffentlich und so bekannt als Katastrophe erkannt war. Weil wir waren zuständig für die Versorgung der Radarstellung in Burgzehl. Und am Tag vorher merken wir schon, viel Schnee und haben dann die Strecke nach Bruxelles selbst mit einem Schneeräumgerät geräumt. Am nächsten Tag musste die Versorgung der Station über den Landweg eingestellt werden. Die Schneemassen wurden undurchdringbar. Das lag vor allem auch am technischen Gerät, welches der Einheit zunächst zur Verfügung stand. Dieser LKW mit einem fast offenen Führerhaus, nur ein Planverdeck, überall zog es rein. Überall war Schnee drin im Führerhaus, die Heizung war sehr bescheiden. Und das größte Problem war, dieser Schneeräumer hatte vorne am Schneeräumschild keinen Hubzylinder. Man musste, um den Schneeräumer zu heben, immer wieder aussteigen, draußen eine Kurbel freilegen, die immer vereist war, und dann mit viel Kraft den Schneeräumer mit einer Spindel hochspindeln, um wieder aus der Schneewehre rausfahren zu können. So komfortabel wie das heute war, war das nicht. Zu den Aufgaben, die Uden und seine Kameraden auf den Fahrzeugen übernahmen, gehörte es auch, der Privatbevölkerung zu helfen. Wir haben also Verpflegung selbst eingeholt, wir haben für Bäckereien gefahren, wir haben auch fürs Krankenhaus gefahren, medizinisches Personal. Die Versorgung der Bevölkerung konnte also durch die Bundeswehr einigermaßen mit sichergestellt werden. Doch die Angst, es könnte noch schlimmer kommen, war den Helfern ein ständiger Begleiter. Ich hatte die Bilder noch in Erinnerung aus Schleswig-Holstein vom 28. Dezember. Hoffentlich fällt der Strom nicht aus. Dann wird es schwierig, weil alle Fahrzeuge, die wieder zurückkamen, völlig vereist waren. Die haben wir erstmal in der Wartungshalle wieder reingebracht, versucht Eis freizukriegen, ein bisschen anzutauen. Und wenn das alles ausfällt, die Heizung und so weiter, dann wird es wirklich schwierig. Dieser Stromausfall blieb aus. Und die Bundeswehr in Aurich bekam nach wenigen Tagen Unterstützung. Wir kriegten also sehr viel Hilfe von außerhalb.
Es war plötzlich ein Zug in Aurich mit mehreren Feldarbeitsgeräten, da waren wir sehr dankbar, die dann überall in der Fläche eingeteilt waren. Vor allem in der Krummhörn musste die Bundeswehr helfen. Diese Region war von der Außenwelt vollkommen abgeschnitten. Hier konnten auch Uden und seine Kameraden mit ihren Fahrzeugen nicht mehr durchkommen. Die Krummhörn wurde deshalb vor allem aus der Luft versorgt. Für Erika Bengen aus Wiesmoor wurden die Schneemassen lebensbedrohlich. Sie hatte sich nach einer Schneeballschlacht mit Freunden einige Tage vor der Katastrophe eine schwere Lungenentzündung zugezogen. Als sich die Situation der damals 13-Jährigen verschlimmerte und hohes Fieber und erste Wahnvorstellungen dazukamen, riefen die Eltern den Hausarzt. Dann kam der alte Dr. Hölge und hier, der hat das dann am nächsten Tag dann in die Wege geleitet, dass ich dann ich musste ja ins Krankenhaus, weil die Lungenentzündung war ja nun schlimmer geworden, das Fieber war da. Und er sagte, ich muss ins Krankenhaus. Und da war natürlich helle Aufregung. Wie machen wir das jetzt? Weil es kam ja kein Fahrzeug mehr durch oder es fuhren keine Taxis oder die Krankenwagen, es kam ja keiner durch. Johannes Schon, damals stellvertretender Gemeindebrandmeister in Wiesmoor, befand sich zu dieser Zeit im Rathaus. Hier hatte die Gemeinde gerade zusammen mit Bundeswehr und Feuerwehr einen Krisenstab gegründet. Schon erinnert sich noch gut an die spektakuläre Rettungsaktion der kleinen Erika. Sie konnten das Mädchen zwar von seinem Wohnhaus zum Rathaus holen, aber wie sollte es dann weitergehen? Und dann kam schon Dr. Hölger und hat uns Bescheid gegeben, dass ein Mädchen mit Lungenentzündung, schwere Lungenentzündung, sofort ins Krankenhaus musste. Ja, wir konnten aber nicht wegfahren, weil alles zugeweht war in der Zeit schon, über Nacht und auch bis zum Vormittag. Und da hat Major Bernsmann dann gesagt, dann besorgen wir einen Hubschrauber. Und der kam dann auch relativ schnell von Ahlhorn zum Wiesmoorer Rathaus. Dass ein Hubschrauber jemanden ins Krankenhaus fliegt, war 1979 noch keine Selbstverständlichkeit. Mittlerweile ist es ja so, der Helikopter oder der landet ja ständig mal bei Kaufhaus Berns da hinten auf dem Park. Das ist ja nichts Besonderes mehr. Ne? Aber zu dem Zeitpunkt, 30 Jahre, das war ja schon extreme Aufregung für alle dann. Da mussten wir mal die Straße frei machen, dass du überhaupt landen konnte. Auch beim Rathaus war ja alles voll Schnee und war zu eng. Und dadurch haben wir dann die Straße geräumt mit Diensten von der Feuerwehr, von der Gemeinde. Und die Feuerwehr haben da dann ein paar Schilder rausgenommen und dass der Hubschrauber dann landen konnte. Und schon eine Stunde später war der Hubschrauber in Wiesmoor gelandet. Damit war der Einsatz aber für die Feuerwehr noch nicht vorbei. Während der Hubschrauber landete, wurde ein zweiter Notfall gemeldet. Eine schwangere Frau in Markatsmoor lag in den Wehen. Nur das Problem war, der Hubschrauber konnte in Markatsmoor nirgends landen. So sind wir losgefahren mit einem Feuerwehrauto und 9-Mann-Besatzung und haben dann die Frau aus Markatsmoor auf der Trage bis runter eine zweite Reihe nach Deckes geholt. Und da konnte Hubschrauber zwar nicht ganz landen, nur so über dem Boden und haben die Frau dann den Hubschrauber verfrachtet und dann zusammen zum Krankenhaus Sanderbusch geflogen. 3 Wochen lag die kleine Erika in Sanderbusch im Krankenhaus. Schlimm? Die verschneiten Straßen ließen einen Besuch der Eltern nicht zu. Nur über eine bekannte Krankenschwester, die in der Klinik arbeitete und dort festsaß, erfuhren sie, wie es der Tochter ging. Für mich war das eigentlich, ich weiß nicht warum, aber das war für mich einfach so, das war halt so und da habe ich mir auch keinen Kopf drum gemacht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da jetzt geheult habe oder so, oh, ich muss weg oder so. Das habe ich eigentlich so ganz, das ist halt so. Ich wusste nun auch, ich muss ins Krankenhaus, es konnte keiner mit, aber es war, ich weiß nicht, ich habe das heute noch, mir ist es egal, wo ich bin, Hauptsache es ist alles okay und dann passt das schon, ne? Auch mit dem Hubschrauber fliegen oder so, ich hatte keine Angst oder so, überhaupt nicht. Auch 30 Jahre danach erinnern sich alle Beteiligten noch gut an das kleine Mädchen, das ganz allein mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde. Für die ostfriesischen Landwirte wurde die Schneekatastrophe ebenfalls ein Problem.
Einer, der deren Schicksal hautnah miterlebte, ist der heute 74-jährige Obo-Sandhorst aus Westerackumasiel. Er fuhr damals einen Milchtankwagen. Und auf den Bauernhöfen wurde der Schnee wirklich zur Katastrophe. Dabei war die Futterversorgung noch das geringste Problem. Mit Futter, ja, einige haben per Hubschrauber Futter gekriegt, aber viele haben auch etwas weniger gefüttert oder zum Teil mit Kraftstoff, eher Kraftfutter, die ganze eingestellt, nicht, damit die Milchleistung nicht so hoch war, weil die Milch auch ja nicht loswerden konnten. Nicht. Also da war Chaos. Viele Höfe wie dieser hier waren regelrecht von der Außenwelt abgeschnitten. Die Wirtschaftswege waren komplett zugeschneit und mussten erst durch Schneefräsen freigeräumt werden. An ein Abholen der Milch war nicht zu denken. Wir konnten ja nicht die Strecken abfahren, wie wir sonst gewohnt waren. Wir kriegen Order von der Molkerei und mussten zeitweise hier hin und da hin, wo denn die Not am nötigsten war. Ne? Und die Milchsammelbehälter oder die Kühlwaren waren alle bis gestrichen voll. Teilweise hatten die schon eine Grube im Schnee gemacht und mit Silofolie ausgelegt und dort die Milch reingepumpt bzw. drin gemolken. Und während sich Habo Sandhorst mit dem Milchtankwagen von Bauernhof zu Bauernhof arbeitete, versorgten seine Frau und Tochter Traute das Vieh daheim. Nee, das war schon beängstigend und man wusste auch ja nicht, wo man die Milch lassen sollte. Das war ja bei uns, wir haben jetzt nur eine kleine Landwirtschaft gehabt, aber na gut, da waren die Kannen und die Tanks auch irgendwann voll. Und ich weiß, dass wir dann hier teilweise auch den Siedel damit beliefert haben und Frischmilch zum Laden gebracht haben. Der Hof der Sandhorsts steht in Westerackumasil, wie dieser hier in Nesmasil, ebenfalls direkt am Deich. Entsprechend gab es dort ähnliche Bilder. Der Schnee presste mit einer solchen Gewalt gegen die Gebäude, dass er durch die kleinsten Ritzen in die Scheune drückte. Durchgeschlossene Türen, durchgeschlossene Fenster, das waren richtige Gebilde, die da in die Räume, in den Stall reinkamen. Also das sah schon enorm aus. Doch nicht nur die Gebäude wurden durch den Schnee in die Mangel genommen. Auch der Milchtankwagen von Obo Sandhorst. Teilweise sind wir auch in Schneeberge reingekommen, wenn wir zu den Bauern auf dem Hof fuhren. Die waren sehr schmal. Und dann kriegen wir Druck von allen Seiten. Da ging unser Druck, weil wir mit Luft die Milch abgesaugt haben, dass wir den irgendwie Fehlkonstruktionen kriegen und so weiter und dass wir dann keine Luft mehr hatten, überhaupt gar nicht mehr saugen konnten oder weiterkamen. Also da haben wir viel mitgemacht. Für die meisten Menschen in Ostfriesland kam die Schneekatastrophe überraschend. Kaum einer hätte am 13. Februar mit diesen hohen Schneebergen gerechnet. Auch die Studenten in Oldenburg, die über das Wochenende in die friesische Heimat fahren wollten, trafen die Schneemengen unerwartet. Bevor überhaupt ans Reisen zu denken war, mussten sie sich organisieren und die Straßen freischaufeln. Mit den wenigen Bussen, die fuhren, ging es dann weiter in Richtung Hauptbahnhof. Auch der damals 21-jährige Ulrich Hess wollte mit dem Zug von Oldenburg nach Emden fahren. Ich hatte vor, um 11 Uhr mit dem Zug nach Emden zu fahren und habe dann, nachdem ich das freigeschaufelt hatte, war es schon 11:30 gewesen, habe dann zu Fuß den Weg aufgenommen. Die Universität in Oldenburg liegt sehr weit außerhalb und bin dann so gegen 12:30 in Oldenburg gewesen, habe gedacht, der Zug ist lange weg, aber er stand noch da und zwar in folgender Form. Vorne eine Schneefräse, also eine Lokomotive, die eine riesige Schaufel hatte, die den Schnee wegschieben sollte. Dann zwei Lokomotiven, ein Personenwaggon und ein Gepäckwagen. Bis 14.30 Uhr dauerte es, bis alle Passagiere am Bahnhof angekommen waren und sich der Zug in Bewegung setzte. Es wurde eine außergewöhnliche Zugfahrt. Und jetzt kommt das Lustige, und je mehr wir nach Ostfriesland kamen, schon hinter Oldenburg, ging dann der Schaffner durch die Abteile des Waggons durch und fragte, wer möchte aussteigen und wo. Und dann passierte Folgendes, man konnte angeben, wo man aussteigen wollte, und dann wurde geguckt, ist dort ein Bahnübergang in der Nähe, und dann hielt der Zug
an diesem Bahnübergang und jeder konnte dort aussteigen, wo er wollte. Endlich in Emden angekommen, drehte der damals 21-Jährige mit seiner Super-8-Kamera die Situation in der Stadt. Riesige Schneeberge verdeckten auch hier die Wohnhäuser. Schneefräsen waren im Dauereinsatz, um zumindest die Straßen zu räumen. Die Bundesstraße 70 beispielsweise war kaum zu befahren. Besonders eindrucksvoll war für Ulrich Hess die Situation in den Lebensmittelgeschäften. In den Supermärkten gab es bis auf Alkohol nichts mehr. Also die Regale mit Alkohol waren noch voll, aber es gab überhaupt von den anderen Sachen gar nichts mehr. Leere Regale, wenn man sich vorstellt, Aldi, Lidl und so weiter. Und da ist nur noch ein Regal mit Alkohol und der Rest ist leer gekauft, ist unvorstellbar. Beim Bäcker die Leute unter diesem Hamstertrieb, die kamen dann mit ihren Schlitten an. Ich hätte gern 13 Brote, sodass die Bäcker nach kurzer Zeit dazu übergegangen sind, Abgabe pro Person nur ein Brot. Während seines Aufenthalts in Emden absolvierte der Student einen Teil seines Zivildienstes beim Technischen Hilfswerk. Hier erwarteten ihn besondere, wenn auch keine gefährlichen Aufgaben. Ich selber kann mich an dramatische Sachen so nicht erinnern, also lebensgefährliche Sachen. Es waren wohl Fahrzeuge, die rausgezogen werden mussten aus dem Schnee. Man musste bestimmte Materialien vom Hubschrauber abholen oder auch zum Hubschrauber hinbringen. Medikamente wurden transportiert auf jeden Fall fürs Krankenhaus und auch für die Apotheken im Emder Bereich. Das waren eigentlich so die Sachen, die das Technische Hilfswerk vorgenommen hat. Dazu kam natürlich, dass die Feuerwehr im Einsatz war, die Polizei und vor allen Dingen eben auch die Bundeswehr. Überall kämpften die Ostfriesen gegen die Schneemassen. Ganze Straßenzüge wurden regelrecht unter der sonst als weiße Pracht bezeichneten Naturgewalt begraben. Wie hier der Weißdornweg in Ostgroßefehn. Doch eines bleibt kurios. Obwohl die gesamte Region regelrecht lahmgelegt war, sind die Erinnerungen an die Schneekatastrophe vor allem bei der Zivilbevölkerung positiv. Zum Beispiel bei Magdalene Schon, der Frau von Feuerwehrmann Johannes Schon. Während ihr Mann beim Krisenstab in Wiesmoor im Einsatz war, erlebte sie den Schnee zu Hause. Und dann haben wir die ganzen Nachbarn sich zusammengetan, ich wusste es nicht, und haben uns die ganze Auffahrt freigeschleppt. Und anschließend haben wir dann schön gefeiert bei den Nachbarn bis in die Nacht hinein, einige auch tüchtig betrunken. Aber es war sehr, sehr schön, muss ich sagen, auch für die Kinder. Es war wirklich was Einmaliges. Wir haben wohl festgestellt, dass wir eingeschneit gewesen sind, dass wir viel arbeiten mussten. Es musste ja nur Schnee auch zur Seite gekarrt werden. Aber es hat viel Spaß gemacht und ja, wir haben viel Grog dabei getrunken. Das gehörte auch mit dazu. Und wir haben unsere Wege frei bekommen und haben festgestellt, dass also Feuerwehr und Technisches Hilfswerk, Bundeswehr auch sehr aktiv gewesen sind. Also ich habe es nicht als negativ empfunden. Aber auch die Einsatzkräfte denken trotz der harten Arbeit nicht nur schlecht über den Schnee im Februar 1979. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das auch. Wir waren ja richtig mal gefordert und wir konnten sehen, was wir gemacht hatten. Bedauerlicherweise ist von den ganzen Kollegen, die damals mit dem Einsatz, keiner mehr im Dienst. Aber wenn wir uns mal treffen und da ist liegt Schnee, kommt immer wieder das Thema Winterdienst, weißt du noch. Dagmar Bleken-Kirschner hat ebenfalls positive Erinnerungen an die Schneekatastrophe. Sie lebte damals im Weißdornweg in Großefehn. Also das war toll. Es war ein Zusammenhalt, sowas hat es nie wieder gegeben. Abends, man ging von Haus zu Haus, überall saß man gemütlich beieinander. Tagsüber, ja, die Männer schippten, Frauen tranken Tee. Und man klönte, es war eine ganz tolle Zeit, wirklich. So ein Zusammenhalt, wie man ihn wahrscheinlich nur früher kannte. Die Männer schippten durch die 2 Meter hohen Schneewehentunnel von Haus zu Haus. Dort warteten die Frauen mit einer Stärkung. Wir sorgten dafür, dass die mit warmen Getränken, ich muss schon sagen, es waren alkoholische Getränke, versorgt wurden. Ja, Neujahrskuchen oder was da war, gab es dazu. Ja, und dann hatten die sich gestärkt, dann ging es weiter. Und tagelang haben die wirklich geschippt, weil es einfach, es waren riesige Massen, die beseitigt werden mussten. Vor allem die Kinder der Siedlung hatten ihren Spaß Mitte Februar 1979.
Denn gerade in Ostfriesland ist Schnee auch Ende der 70er Jahre im Winter eine Seltenheit. Die Kinder, die hatten natürlich ihre Freude. Die haben endlich mal Schlitten fahren können, hoch auf die Schneewehe, runter, egal ob mit Schlitten oder auf dem Po. Ja, es war wirklich eine Freude für die Kinder. Ich glaube, sowas wünschen die sich alle wieder zurück. Denn hier in Ostfriesland, ich komme ja aus dem Harz, ich kenne das ja anders, das Rodeln. Und hier haben die ja nie die Möglichkeit zu rodeln. Und von daher war es einfach eine Freude. Zwar mussten die Anwohner des Weißdornweges in Große Feen, wie viele Menschen in Ostfriesland, auf das Auto verzichten, doch notleiden musste niemand. Es gab Strom, Wasser, Telefon. Auch einkaufen konnten die Feentjer. Wir hatten in der Nähe einmal Hermann Sievers als Kleinladen und Bertha Bleker in Spetzerfeen als Kleinladen. Also die hatten rund um die Uhr geöffnet, man konnte hin, dort bekam man alles, die waren eigentlich gut sortiert. Und bis zum Supermarkt, den wir ja mitten im Dorf hatten, also unten an der Mühle, da kam man gar nicht. Brauchte man auch nicht, wir kriegten ja alles in unseren kleinen Läden. Peter Higgen hielt die Schneekatastrophe mit seiner Super-8-Kamera in Riepe fest. Ich bin damals so die Emderstraße raufgelaufen. Ich habe mich damals mit der Kamera unterwegs bewegt. Und dann habe ich also festgestellt, dass so die Kinder, so 8-, 9-, 10-Jährige, die haben sich eingebuddelt, haben sich Schneehütten gebaut. Und dann sehe ich noch drei Kinder, die ganz besonders mir am Herzen lagen. Das war unter anderem einmal der Ralf Dützmann, der mit seinen Schwestern sich dann dort eingebuddelt hat und in den Schnee hineingesprungen ist. Und wenn ich den heute so sehe, 30 Jahre später, denke ich immer, oh ja, das war auch mal so ein ganz kleiner Eskimo, der da dann so rumgesprungen ist. Higgen leitete damals eine Bankfiliale und die hatte trotz Schneekatastrophe täglich geöffnet. Damals war das noch nicht so halt mit den Geldautomaten. Die fingen ja erst an. Und man brauchte ja noch etwas Geld. Und anschreiben wollten die meisten das auch nicht gerne beim Kaufmann. Also kamen die dann und holten Geld. Kontoauszüge brauchten sie nicht, aber Geld. Das war schon wichtig. Zwei Lebensmittelgeschäfte gab es damals in Riepe. Ein Glück für die Dorfbewohner. Zum Kaufmann ging es, wie fast überall in Ostfriesland, mit dem Schlitten. Darauf haben wir dann alles festgebunden, das wurde also darauf gepackt und mit dem Schlitten sind wir dann also wunderbar die Friesenstraße und den Bölches, so wie es da geheißen hat, sind wir dann also vom Kaufmann da wieder nach Hause gefahren. Für die Nachbarn brachte Higgen ebenfalls Nachschub mit. Generell seien sich die Menschen in der Katastrophe sehr nahe gestanden. Wir haben uns gegenseitig geholfen. Wir haben also festgestellt, aha, jetzt auch bei der alten Oma nebenan, die war also eingeschneit, da sind wir hin und haben dann also auch den Pad dort sauber gefegt und haben also auch mit 7 oder 8 Leuten dann wieder beieinander gestanden. Und wenn es denn soweit fertig war, das war das Allerschönste, dann gab es auch nochmal wieder einen Grog und das war dann ja auch wieder das, wo wir dann wieder nett und schön beieinander saßen. Aber wir haben uns gegenseitig geholfen und das war eben einfach so. Offiziell endete die Schneekatastrophe mit der Aufhebung des Fahrverbots am 19. Februar 1979. Doch was sollte mit den weißen Massen geschehen? Vielerorts begannen Menschen und Behörden damit, den Schnee abzutragen. Häufig wurde er in den Kanal geschoben. Was hier in Aurich wie aufgeschüttetes Erdreich aussieht, ist Schnee, der in das Hafenbecken gefahren wurde. Und das sollte nicht ohne Folgen bleiben, wie der damalige Obersielrichter Gerhard Steffens vom Entwässerungsverband Emden berichten kann. Am 3. März kriegen wir einen Temperatursprung von etwa 10 Grad ins Plus. Und es setzte auch noch so ein schöner, warmer Landregen ein. Und das brachte also erhebliche Mengen zum Schmelzen. Und dann ging eigentlich für uns die Meleise los. Das Problem waren die durch Eis und Schnee verstopften Kanäle. In ganz Ostfriesland wurden riesige Flächen überflutet, vor allem jene, die weit unter Normalnull liegen. Eine Mammutaufgabe für die ostfriesischen Entwässerungsverbände begann. Unsere erste Notfallmaßnahme war, dass wir in Richtung Greziel Bagger eingesetzt haben, die am Rande des Kanals eine Rinne gebaggert haben, wo also das Wasser im bestimmten Umfang auch fließen konnte, aber es war nicht alles. Am Ende haben wir 16 Bagger in Betrieb genommen, die überall sozusagen
brisant verstopfte Stellen in Angriff genommen haben, um dort das Eis zu brechen. Im Landkreis Aurich wurden die Wassermassen zum Politikum, denn die Gemeinde Südbrookmarland begann, ihr Tauwasser in Richtung Emden zu pumpen. Und hier liefen die ohnehin schon überfluteten Niederungen noch mehr voll. Per einstweiliger Verfügung wurde die Flut aus Richtung Südbrookmarland gestoppt. Vor allem das Auricher Wasserwirtschaftsamt musste sich in den folgenden Tagen Kritik gefallen lassen. Die Behörde hätte nicht dafür gesorgt, Kanäle wie den Ringkanal und den Emsjade-Kanal auf die Wassermassen vorzubereiten. Im Gebiet des Südbrookmarlandes, da gibt es so nasse Dreiecke, da ist das eben auch verdammt niedrig im Verhältnis zum Gesamtauricher Gebiet. Und deswegen gab es da richtig Stress in der Situation. Und dem Wasserwirtschaftsamt hat man doch ordentlich was auch ins Stammbuch geschrieben, dass sie ähnlich wie auch die Verbände ein waches Auge haben müssten. Und eines bleibt, die Befürchtung, dass sich solche Überschwemmungen wiederholen könnten. Zwar kritisierte Obersielrichter Steffens schon vor über 30 Jahren, dass Siedlungen in Niederungsgebiete gebaut werden. Doch auch heute ist das Thema noch aktuell. Sie kennen ja vielleicht das Gewerbegebiet in Geosheil. Die liegen mit ihrem ganzen Gewerbegebiet in einem Unterstöckwerksgebiet. Wenn diese Verhältnisse kommen, wie wir sie 1979 hatten, sollten die erneut mal auftreten und wir kriegen das Schöpfwerk nicht rechtzeitig zu Gang und wir haben ähnliche Verhältnisse mit verstopften Kanälen, dann geht ein ganzes Gewerbegebiet landunter. Ende März erholte sich Ostfriesland langsam von den Strapazen der vergangenen eineinhalb Monate. Und auch die Natur begann, sich langsam wieder aufzurappeln. Jetzt war die Schneekatastrophe wirklich vorbei.